wie schon gesagt, mein Name ist Gerhard Lauser. Ich komme von der Münchner Firma Consol Software GmbH. In meinem Vortrag geht es um das Tool, das Framework Zosch. Zosch bedeutet nichts. Es ist einfach so ein Kunstwort. Ich habe mal auf irgendeiner Domain-Namen-Generier-Webseite für schicke Startups. Da kann man so Stichworte eingeben und der schlägt dann so einen Namen vor. Daraus stammt das Ding. Das ist eventuell irgendwas mit Configuration, irgendwas mit Service Host, so kommen da die Buchstaben zustande. Es müsste eigentlich heißen Generierung von Konfigurationen, aber ich wollte originell sein und irgendwie was nehmen, was dazu passt zu den Konfigurationen. Darum steht hier Generationen. Ich wollte den letztes Jahr schon halten, den Vortrag, aber bin da abgelehnt worden. Und man muss sich nur rühren, dann kommt man auch zum Zug. Also dieses Jahr wurde ich hier zugelassen. Also was ist denn dieses Zosch? Es ist in erster Linie ein Framework, ist in Python geschrieben, mit dem prinzipiell beliebige Datenquellen abgefragt werden können, um automatisch Nagios Konfigurationsdateien zu erzeugen. Und diese Datenquellen, das können sein, also im ganz einfachsten Beispiel irgendwelche CSV-Dateien, wo meine Hosts und Applikationen drin stehen, oder ODF, Excel-Sheets, also Open Office, so Calc-Sheets werden zum Beispiel von der Landeshauptstadt München verwendet, um daraus die Konfiguration zu erzeugen. Dann gibt es noch einen Anwender, die haben sich selber so ein SharePoint-Portal geschrieben, wo die ganzen IT-Leute ihr Inventar da eintragen können und da wird kontinuierlich dann die Konfiguration rausgeneriert. Es kann eine CMDB sein, prinzipiell auch wieder jede. Ich sage, das ist der Teil von Zosch, der einfach dann angepasst werden muss, der programmiert werden muss, damit ich so einen Adapter an all diese Dinge da habe. Oder für was anderes, Datenbank von Monitoring, Selbstbedienungsportalen. Da gibt es ein Beispiel, da hat sich so eine Firma in München auf Oracle Apex-Basis so ein Portal gebaut, wo man als Applikations-Owner sich aus einem Satz von 10 verschiedenen Monitoren was raussuchen kann. Also irgendwie ein Check auf den Port, Check auf ein Filesystem, Check auf den Prozess und sowas. Das landet in der Datenbank, ist bisher immer von Hand da hinten ausgelesen worden und mit VI in Konfiguration überführt worden und das macht mittlerweile auch Zosch automatisch jetzt. Dann habe ich gesagt, diese Datenquellen, was im Prinzip eben alles sein kann, muss aber natürlich irgendwie schon auch eine gewisse Kategorisierung kennen. Und zum Beispiel gibt es eben die Hosts drin. Also ich muss irgendeine Art von Information da drin liegen haben, wo ich sagen kann, das ist ein Host. Und der ist eben wie bei Nagios auch durch den Namen und die IP-Adresse spezifiziert. Dann, wie soll denn so CMDBs oder sonst wo Übliches, können so Sachen drin sein wie die Abteilung, wem gehört das Ding, welches Hardware-Modell ist es. Also sowas kann ich da mit weiterverwerten. Und dann gibt es eben im Gegensatz zum Nagios, gibt es an dieser Eingabeseite keine Services, die kommen erst später ins Spiel, sondern da gibt es Applikationen. Es ist einfach die Software, die auf diesen entsprechenden Host läuft. Das kann das Betriebssystem sein, das ist ein Sonderfall der Applikation an sich, aber wird von Zosch genauso behandelt wie irgendeine andere Applikation, DB2-Datenbank oder SAP oder sonstige Datenbanken. Und so Firmware-Sachen kann es eben auch sein. Also ich habe da für einen HP-Drucker, der hat einfach die Firmware, damit Zosch dann hinterher was ausspucken kann, was eben diese Firmware überprüft. Und dann gibt es noch zusätzliche so Detailinformationen wie eben Login-Daten, irgendwelche Ports, wie diese Applikation erreichbar ist, URLs, Tablespaces für Oracle-Datenbanken und noch einige mehr. Also so, dass ich prinzipiell habe, ich habe meine Rechner in dieser Datenquelle drin und ich habe die Applikationen, die darauf installiert sind und überwacht werden sollen, auch in dieser Datenquelle drin. Plus eben lauter so Krimskrams außenrum, um die ganz genau zu spezifizieren, wie ich da rangehen muss. Warum das Ganze überhaupt entstanden ist,
steht eben hier, dass Nagios Admins, derer ich auch einer war, einfach satt haben, wenn wieder irgend so einer daherkommt und ja, kannst du mal meinen Rechner da einfliegen, kannst du mal den Schwellwert anpassen, kannst du mal hier ein Filesystem dazu nehmen und so weiter. Das könnten die theoretisch alles selber machen, zumal ja doch in vielen größeren Firmen einfach schon so CMDBs gibt, wo diese Sachen hinterlegt werden müssen. Also warum dann nicht gleich dieses System da anzapfen und alles einheitlich rausgenerieren lassen? Weil je nach der Laune kann ich mich vertippen oder kann ich die Checks unterschiedlich einrichten. Ich meine, wenn jetzt einer zu mir kommt und will irgendwie ein Filesystem-Schwellwert geändert haben, dann kann der ganz anders ausschauen als zum Beispiel morgen früh, wo ich etwas schlecht beieinander war. Also ich habe kein komplett durchgehend einheitliches Schema mehr, wie ich meine Konfigurationsdaten habe. Und hier mit so einem Automatismus, da ist es einfach festgelegt. So, und wie gesagt, es gibt eben die Leute, die für die Server zuständig sind oder für die Applikationen. Die tragen ihren Kram eben in diese Datenquellen, in diese CMDB ein oder pflegen irgendwelche Listen. Und Sosh erzeugt dann aus diesen Rohinformationen die Nagios-Konfigurationsdateien. Dafür gibt es eben einfach so Regeln, werden wir dann sehen, wie eben irgendwo Applikation XY in einen Satz von Services überführt wird. Und dafür ist dann eben der Nagios-Mensch zuständig. Und der macht es dann nicht permanent, sondern der macht es halt immer nur dann, wenn eine neue Applikation irgendwie aufgenommen wird oder eingeführt wird und ins Monitoring rein soll. Oder vielleicht ein neuer Typ von Hardware oder sowas. Dann grenzt man nochmal ab, was Sosh eben nicht ist. Es ist keins von diesem Nagios QL oder Lilac oder wie diese Web-Oberflächen heißen. Weil wenn ich einen Fuhrpark von 3000 Hosts überwachen muss, von denen jeden Tag 50 dazukommen und 40 rausfliegen, dann tippe ich mich da auch zu Tode mit so einer Web-Oberfläche. Und wenn, dann bleibt es sowieso wieder am Nagios-Admin hängen, weil die normalen Admins, die haben nicht unbedingt Lust, dass ich jetzt mit Check-Commands und Max-Check-Attempts und den ganzen Periods und so weiter rumärgern. Das sind zum Teil Leute, die schlichtweg wissen, wie man den installiert und dann ist ihre Aufgabe erledigt. Die wollen dieses Know-how nicht extra noch mit aufbauen. Beziehungsweise wenn dann so viele fremde Leute damit rumfliegen, dann kann es ihm wieder vorkommen, dass einfach Schrott da eingetippt wird. Und wie gesagt, wenn es eben in einer Firma bereits eine CMDB gibt, dann warum soll man die nicht gleich mitnutzen? Und CMDB heißt eben jetzt nicht diese riesen CMDBs, die sowieso meistens gegen die Wand fahren, sondern es kann immer irgendwas wesentlich einfacheres sein wie normale so Open Office Sheets oder im simpelsten Fall CSV-Dateien, wie wir im Beispiel dann sehen werden. Was sonst wiederum nicht ist, ist so ein Inventory-Scanner, weil ich habe bisher noch keine größere Firma erlebt, wo überhaupt einer dran denkt, jetzt mal da durchzuscannen und sich von einem Tool sagen zu lassen, was da an Hardware oder an Software rumsteht. Sondern das sollte man dann schon irgendwo selber wissen und dann ausgehend von den Inventarlisten oder wie man es auch immer nennt, das Monitoring aufsetzt. Also da einen Rundumschlag machen und nur weil irgendwo eine Applikation auf dem Port 1522 drauf sitzt, zu schätzen, das liegt knapp neben einem Oracle, also ist ein Oracle, also richtig einen Oracle-Check ein. Dann rumst du irgendwann später wieder, weil dann brauche ich wieder ein Login dafür. Also diese Autoscannerei ist erstens zeitraubend, weil es dauert ja, bis das alles durchinventarisiert ist und also ich hasse Autoinventarisiererei, um es mal kurz zu sagen. Vor allem die Dinge unterscheiden nicht. Ich kann nie sagen, ist es ein Test oder Prot, die Maschine. Ich muss dann hinterher wieder irgendwelche Tags draufziehen oder so komische Sachen machen.
Also die Arbeit bleibt mir nicht erspart, diesen ganzen autoinventarisierten Schmarrn dann wieder irgendwie zu sortieren oder da Ordnung reinzukriegen. Es ist halt sehr schnell, um jemanden zu verblüffen und sagen, da plötzlich 10 Hosts sind da und schon fertig konfiguriert mit allen Services drin. Bei 10.000 schaut es wieder anders aus. Also da habe ich dann ein paar Wochen, um da wieder aufzuräumen. So, genug geschimpft. Nochmal zusammengefasst, also Zosch ist eben ein Generator für hochstandardisierte Umgebungen. Also solche Sachen wie mein Filesystem von den HP ProLiance, die mit Y anfangen und ungerade Nummern hinten haben, die bitte sehr nur zwischen 19.10 und 19.20 checken und eine Mail auch zusätzlich an den Herrn sowieso schicken. Also das geht da nicht. Also da muss dann schon alles gleich sein. Na. Ist aber normalerweise auch so, wenn irgendwo eine ganze Batterie von Oracle-Servern jetzt dasteht, dann sorgt man schon dafür, dass das irgendwie alles gleich ausschaut. Beziehungsweise wenn da unterschiedliche Applikationen dahinter hängen, kann man das mit Zosch schon auch machen, dass ihm dann die Applikation andere Kontakte kriegt und so weiter. Aber es geht nicht, dass ich irgendwie eine Linux-Maschine habe, wo die Load an den Herrn Meyer und die Disks an den Herrn Müller gehen. Oder es sei denn, es ist bei allen so. Genau, in so Platform-as-a-Service, also irgendwelche Betriebssystem-VMs und Software-as-a-Service, zum Beispiel mit Datenbanken oder Webservern, das Ganze dann, wenn die irgendwo automatisch erzeugt werden, dann kann man eben Zosch verwenden, um im Rahmen dieses Automatismus auch das Monitoring für solche VMs zu generieren, ohne dass sich groß jemand darum kümmern muss. Und so ist halt das, wir haben hier links diese Datenquellen, eben als Beispiel irgendeine CMDB, als Beispiel Excel-Dateien, die werden eingelesen von Zosch. Da können Sachen drin sein, wie irgendwelche Pfeiler mit Volume-Informationen, mit Herstellerinformationen, mit SNMP-Community, Oracle-Datenbanken, eben auch mit diesen Detailinformationen, Login-Daten, eine Liste von Tablespaces, ein Windows-Betriebssystem und so Sachen. Zosch verwurschtelt das ganze Zeugs eben mit den Regeln und spuckt hinten Konfigurationsdateien raus. Jetzt tauchen wir mal ein bisschen in die Technik ein, und zwar, was hinter diesen Regeln steckt. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste. Wenn ich eine Applikation habe, die ich überwachen will auf diese automatisierte Art, dann habe ich in meiner Datenbasis irgendwo eine Spalte Typ drin. Und ich lese dann einen Satz, Datensatz aus. Da steht drin, Type ist irgendwas mit NetApp, OnType, sowas. Und für alle diese Typen, die ich erwarte, dass die aus meiner Datenquelle rauskommen, muss ich so eine Klasse anlegen. Also das sind einfach kleine Dateien. Die hier nennt sich, oben links steht es osontap.y. Also ich mache das immer so, OS für Betriebssysteme, underscore und dann, worum es sich handelt. Bei Applikationen wäre es zum Beispiel App, DB, Oracle, so solche Einteilungen. So, jede von diesen Klassen, die in so diesen kleinen Dateien drin sind, hat so eine Funktion MI-Ident, irgendwie Monitoring-Item. Das heißt, wenn Zosch aus einer Datenquelle jetzt was rausliest, wo in der Typspalte ONTAP oder NetApp drin ist, also wo diese Compare-Anweisung da quasi zuschlägt, dann liefert der ein Objekt der Klasse ONTAP zurück. Die ist meistens nur ein ganz leeres Gerüst, wo solche Template-Rules drinstehen und die sagen mir, wenn ich so einen Pfeiler gefunden habe, dann Needs Out or None heißt immer, dann ziehe ein Template OS ONTAP Default an. Und Templates sind hier keine Nagios-Templates, sondern sind solche Dateien mit der Endung TPL, wiederum OS ONTAP Default TPL. Das ist eigentlich der Trick hinter Zosch, dass wir in TPL-Dateien so Service-Definitionen vorformulieren können, aber Platzhalter drin haben.
die eben auch aus dieser Datenquelle stammen, wie eben hier der Hostname. Also wenn ich einen Datensatz vom Typ NetApp rauslese, dann taucht dieses Objekt, das im letzten Schritt erzeugt worden ist, hier in diesen TPLs als Application auf. Und dann habe ich die ganzen Attribute zur Verfügung, also theoretisch alles, was auch in meiner Datenquelle drin sein kann. Also das könnte jetzt hier die Punktabteilung sein, Punktstandort und so sagen. Genauso habe ich diese Detailinformationen, wie ich gesagt habe, wo man zum Beispiel SNMP-Communities hinterlegt, die habe ich auch zur Verfügung. Die werden dann so angegeben, unter anderem, also speziell diese Community. Und da kann ich eben zum Beispiel neue Services dazu packen, einfach indem ich diese TPL-Datei editiere und künftig kriegen dann alle NetApps einen neuen Service dazu. Wir haben jetzt gesehen, das war eben diese Default, also es kriegt wirklich jeder, wenn aus der Datenquelle noch irgendwas bezüglich Volumes rauskommt, dann wird noch eine zweite TPL-Datei angezogen, da sind dann die Checks über die Volumes drin. Das ist der hier. Das ist einfach die Needs Answer, also wenn dieses Application-Objekt auch noch Volumes hinten dran hat, sprich wenn irgendwelche Detailinformationen bezüglich Volumes mit ausgelesen wurden, dann kann ich da eine Schleife drüber laufen lassen und mir für jedes Volume einen Service bauen. Zu den Volume-Detailinformationen gehören eben der Name von dem Ding, die Einheiten und Warning-Critical-Schwellwerte. Also ich kann mir eben auf diese Art eben auch so Schwellwerte in diese Datenquelle reinbringen, sodass irgendwelche Administratoren, jetzt Storage-Administratoren, einfach eine Maske haben, wenn die ein neues Gerät aufnehmen, wo eben diese Schwellwerte drin sind oder beziehungsweise die Volumes. Das ist aber dann in Verantwortung desjenigen, der entweder diese Eingabe-Applikation selber schreibt oder das Format von diesen Sheets vorgibt. So, dann wie installiert man das Ganze? Am besten macht man sich ein eigenes Generatorverzeichnis, dann ist das ganze Klump an einer Stelle. Holt sich es von GitHub runter. Ich habe bisher noch keine Target Set und so und Versionen gemacht, sondern das kann man immer verwenden. Dann werden wir sehen, es gibt den Begriff Recipes, also sind quasi so Kochrezepte, weil ich kann mit SOSH an einem Standort oder in einer Installation mehrere verschiedene Konfigurationen bauen. Und eine so eine Konfiguration ist eben, nennt sich quasi ein Recipe. Dazu gehören eben Verzeichnisse, wo diese TPL-Dateien und die Classes drin liegen. Weil es kann zum Beispiel sein, dass ich Konfigurationen habe für Standard 1 oder für Kunde 1, der will andere Services haben für NetApp als der andere Kunde. Dann kann ich eben für die unterschiedlichen Zielkonfigurationen mache ich unterschiedliche Recipes und habe da unterschiedliche Template-Dateien drin. Und dann brauche ich noch so eine ZOSH-CFG, die das Ganze steuert und den Pfad setze ich mir dann da auch entsprechend aufs BIN-Verzeichnis. Diese ZOSH-CFG, darin sage ich dem ZOSH, woher kommen die Daten. Also ich registriere quasi die möglichen Datenquellen, die ich verwende. Da habe ich, die fangen immer an mit Data Source Underscore, kriegen dann einen Namen. Und da habe ich jetzt eine Datenquelle vom Typ CSV-Dateien. Das ist die simpelste Form einfach, wo irgendwelche Büro-PCs drinstehen. Mit dir gebe ich an, wo diese CSV-Dateien liegen. Hätte ich andere Datenquellen, könnte ich eben da oben angeben, Type ist CMDB XY und Login ist gleich sowieso. Also hier schreibe ich halt die Informationen rein, die ZOSH braucht, um so eine Datenquelle zu öffnen und zu lesen. Und dann habe ich hier so ein Recipe. Das ist quasi alles, was ja, die künftige Konfiguration mit diesen Office-PCs beschreibt. Also ich habe hier ein Objects-Tier, da landen dann die fertigen Konfigurationen drin und dann sage ich, welche Data Sources
brauche ich, um diese Konfiguration da hinten zu erzeugen. Also ich könnte da durchaus mehrere Data Sources verwenden. Ich könnte zum Beispiel sagen, nur die Rechnerdaten, die pflegt der Typ, der die ins Rack reinschraubt oder aufstellt. Dann gibt es noch einen anderen, der das Betriebssystem darauf installiert. Wenn er das macht, soll er dann in einem anderen Sheet, Windows oder Linux oder was auch immer, dann da eintragen. Und vielleicht gibt es noch irgendeine andere Abteilung, die dann Datenbanken drauf installiert. Denen kann man wiederum ein eigenes Arbeitsblatt geben oder irgendwo, oder vielleicht haben die für den Datenbankbetrieb eine eigene selber geschriebene CMDB, die ich da anzapfen könnte. Also da bin ich frei, was meine Quellen betrifft. Aber hier haben wir eben nur eine Quelle und das sind jetzt die CSV-Dateien. Da haben wir hier eine Datei für die Hosts. Die setzen eben hier zusammen, dass eben der Data so als Name da kommen muss und hinterher mit underscore Hosts. Das schaut dann so aus, das Ding. Da habe ich Hostname, Adresse, ein Typ. Typ kann eben sein hier ein PC, Switch, Router, USV, so Zeugs. Kann ich verwenden später, um zum Beispiel Hostgruppen zu bilden. Da habe ich die Hardware-Typen. Kann ich auch für Hostgruppen verwenden. Ich kann aber zum Beispiel in so einer TPL-Datei die Information verwenden, dass ich frage, if application.hardware ist gleich oder matched Dell, dann mache irgendwie so einen Dell-Service rein, else matched Acer, else matched IBM und so Sachen. Dann haben wir da PS, das ist für mich ein Zeichen, dass das ein physikalischer Server ist, obwohl die Spalte Virtual heißt, da kann ich mal unterscheiden. Da soll ich dann später irgendwo, zum Beispiel in einem OS Linux default.tpl, if Virtual ist gleich PS, dann mache ich erst die Hardware-Checks rein, wenn es ein physikalischer ist. Dann in dieser if-Abfrage mache ich sowas wie NTP-Gangunterschiede rein. Und bei einem anderen brauche ich das nicht bei virtuellen Servern, weil da verlasse ich mich auf die Virtualisierung. Und dann habe ich halt eine Notification Period. Also das ist die einzige Referenz zu Nagios hier, dass ich hier Notification Periods drin habe. Ich gehe bei einem Host davon aus, dass die Check Period 7x24 durchlaufen lassen kann. Dann ist das auch nicht so schlimm. Location kann ich angeben. Department kann ich angeben. Wie gesagt, das sind Sachen hinten, die tauchen mir in den TPL-Files wieder als Attribute auf, die ich dann abfragen kann. Also jetzt zusammengefasst, dieses Recipe NSMUG, wie sie ihn heißen hat, also das hat eben auch hier den Namen. Die fiktive Firma, die ich hier habe, dieses YNS, steht für Jasmins Nagelstudio. Und NSMUG, das ist quasi die Konfiguration für die Rechner, die im Nagelstudio München stehen. Und was eben dieser Abschnitt da besagt hat, die Data Source Office PCs, welche wiederum eben aus CSV-Dateien besteht, die Office PCs irgendwas heißen. Dann gibt es eben Classes und Templates. Wie wir eben gesehen haben, irgendeine PY-Datei und eine TPL-Datei. Es sind jetzt im ersten Schritt erstmal nur die für den Host. Und dann kocht man dieses Zeugs und füllt alles in dieses Verzeichnis, das da vorhin mit Objects dir angegeben worden ist. Aufrufen tut man das Ganze mit Zosh Cook. Dann gibt man minus Cookbook, das ist diese CFG-Datei. Und sagt dann minus minus recipe nsmuk. Also dann bezieht man sich eben auf den Abschnitt hier. Ich sagte, ich kann hier in der Konfigurationsdatei noch mehrere andere Recipes angeben, wenn ich verschiedene Konfigurationssätze da generieren will. Dann rattert es durch und er sagt mir hinterher, dass er eben zwei Hosts hat. Vorher waren es null und noch keine Applikationen. Er schreibt diese Konfigurationsdatei noch nicht direkt in dieses Objects-Tier rein, sondern er macht noch ein Unterverzeichnis Dynamic. Also das Design, da sind dynamisch erzeugte
Konfigurationsdateien drin. Weil ich habe dann immer daneben noch ein Unterverzeichnis Static, wo ich eben Time Periods oder die Command-Definitionen drin habe, die ich nicht generieren brauche, weil ich die nur alle paar Monate irgendwann mal anpassen muss oder erweitern muss. Und in der Regel habe ich dann noch ein Unterverzeichnis Custom drin. Da sind dann wirklich die selbstgeschnitzten Config-Files für Ausreißer, Sonderfälle und so weiter drin, also die ich nicht generieren kann. Oder wo ich halt mal erstmal was ausprobiere, bevor ich es da in diese TPL-Files umwandle. So, wenn es durchlaufen ist, dann entsteht so eine Struktur. Also wir haben hier eben dieses Dynamic-Unterverzeichnis, da gibt es ein Hosts-Unterverzeichnis. Jeder Host kriegt bei mir ein eigenes Unterverzeichnis und da drin liegt dann die Host-CFG. Und sowas kommt eben da raus. Das war eben in der Host.tpl, war da beim Hostnamen, bei der Adresse, beim Alias, Notification Period und so weiter. Da waren überall die Platzhalter drin gestanden. So, wenn man jetzt noch Applikationen dazu nimmt, Schmarrn. Ja gut, ist eine reiche Firma, die tun auf ihre Office-PCs Windows 2008 drauf. Das ist eben auch wieder so aufgebaut, wir haben Office-PCs, also den Datasource-Namen, underscore Applications. Da haben wir eben dann den Host-Namen, wo gehört es hin? Der Name der Applikation, der ist bei mir, also wenn es das Betriebssystem ist, dann vergebe ich als Namen hier immer OS. Das ist so eine Konvention von mir. Es könnte genauso gut sein, dass der Name der Applikation Intranet ist und der Typ ist dann Apache. Dann haben wir eine Spalte Component, die ist leer, die habe ich mal mir freigehalten. Und zwar könnte es sein, dass eine Datenbank-Applikation, eine Apache-Applikation zu irgendeinem übergeordneten Konstrukt gehören. Da würde ich dann dieses Component ausfüllen, um dann den Namen dieses übergeordneten Konstrukts später bei den TPLs zur Verfügung zu haben. Dann könnte ich die irgendwo in Service-Gruppen mit reinnehmen. Dann die Version von dem Ding. Falls sich, kann man eventuell brauchen, falls sich zwischen 2008 und 2012 die Service-Definitionen ändern, dann kann ich meine Windows-TPL-Datei da wieder abfragen. If Application Version gleich 2008, dann mach das, else mach was anderes. Und dann habe ich noch Check Period für die Applikationen drin. Weil bei Applikationen kann es dann schon so sein, dass die nicht 7x24 laufen müssen, sondern irgendwie nur tagsüber. Dann, wenn man Generator wieder anschmeißt, dann haben wir jetzt zwei Applications dazu bekommen. Das waren eben diese Windows-Betriebssysteme, die ja als Applikation zählen. Die Struktur schaut dann so aus, dass eben in den Host-Unterverzeichnissen neben den Host-CFG jetzt eine Windows-Default CFG-Datei drin liegt mit den Windows-Services. Normalerweise kriegt eben jeder Host eine Applikation mit dem Namen OS und irgendein Typ Windows, Linux, ESX, iOS und so weiter. Und für jeden dieser Typen brauche ich eben so eine kleine Klasse, die mir dann die Templates referenzieren. Wie wir gesehen haben, da steht eine Match-Regel oben drin. Also du matchst mir jetzt auf ESX und dann liefert er eine Klasse ESX zurück und in der Klasse wiederum sind Template-Rules drin, die sagen mir, welche TPL-Dateien daher genommen werden. Woher weiß eben Zosch, dass für sowas hier, dass er jetzt mit Windows weitermachen muss oder dass er diese Windows-Klasse holt, ist eben, weil in dieser OS Windows PY, da schlägt ihm diese Regel zu. Also die liegen, diese ganzen OS underscore und up underscore PY Klassen, die liegen in diesem Unterverzeichnis Recipes YNS Classes drin. Oder Windows und Linux sind defaultmäßig in den SOSH-Dateien schon mit dabei. Wie gesagt, wir haben hier dann diese Template Rules.
Die haben wir gerade vorhin schon gesehen. Also es ist die os-windows-default.tpl ist da angezogen worden. Die Platzhalter sind ausgefüllt worden und das Ding ist weggeschrieben worden als os-windows-default.cfg. Eine weitere Regel besagt eben, wenn dieses Applikationsobjekt von der Klasse Windows ein Attribut Filesystems dran hat, dann spuckt noch eine Konfigurationsdatei aus, die sich um die Filesysteme kümmert. Weil da bei dem Windows Default, da ist einfach nur CPU, NS Client, Jack, Memory und so Sachen, aber noch keine Platten. Die sind dann in der drin. War das die gleiche? Nee. Okay, das ist jetzt das Beispiel, das ist die OS Windows Default. Ich habe da die Service-Namen, die mache ich meistens so, dass man dass die irgendwie so hierarchisch aufgebaut sind, dass man eben, sich da gleich wiederfindet. Wenn ich den Service sehe, dann weiß ich ja, in welcher Datei, in welcher TPL-Datei ich nachschauen muss, wo das Ding ursprünglich da definiert worden ist. Ich sage, da habe ich halt einfach eine Reihe von Services drin. Ist für Windows dabei, für Linux auch. Und die kann ich halt dann anpassen, wenn mir das nicht gefällt, was ich mir rausgedacht habe. So, Namen generieren, macht er eben sowas draus. Eben wieder letztendlich hier hat er nur den Hostnamen ausgetauscht. Was aus dem da oben wird, das ist auch wieder so eine Template-Sprache, Application Service, da ist der Name von dem Ding drin als String. Den braucht er, um später zum Beispiel Contact Groups da zu hinterlegen. Also das wird noch aufgeblasen, ist defaultmäßig erstmal nur, da macht er einfach nur dieses Define Service und Service Description Zeile draus. Wenn ich aber aus meiner Datenquelle auch noch Kontaktinformationen rauslese, dann wird dieser Teil auch noch weiter aufgeblasen, dass ihm dann auch die Contact Groups drinstehen, die zur Applikation gehören. Genau, wir haben auch Filesysteme, die wir über die sogenannten Details, also diese Feininformationen definiert. Ich habe gesagt, das ist halt bei Windows und Unix Applikationen, also irgendwann OS Windows und OS Linux, sind es halt CD oder /root, /var, so Zeugs. Das gebe ich dann bei NetApp-Filern, also dem ONTAP-Betriebssystem, da brauche ich als Detailinformation die SNMP-Community, die Namen, eine Liste von Volumes mit den Schwellwerten, so, wenn ich nicht die Defaults verwenden will. Cisco IOS-Zeugs, der braucht auch SNMP-Community oder eine Liste von Interfaces, die ich überwachen will. Alles, was irgendwo mit Web zu tun hat, kann eben als Detailinformationen URLs bekommen. Wobei dann zum Beispiel in den Apache TPL-Dateien eine Prüfung drin ist. Also der macht einfach nur einen Check HTTP, aber darunter steht dann, if diese URL starts with HTTPS, dann macht er einen Zertifikatscheck und runter. Und Oracle hat halt Tablespaces mit Schwellwerten, User, Passwort. Und eben solche Details werden hier in der weiteren Datei Office PC Application Details angegeben. Da wo eben der Typ, da steht eben dieser Typ von Detail und je nach Typ habe ich eben hinten die entsprechenden Felder, Name des Filesystems, Schwellwert. Es wäre hier sogar noch möglich, eine Einheit anzugeben, also Prozent oder GB oder irgend sowas. Genau, dadurch, dass bei dem Monitoring-Type da in Großbuchstaben Filesystems drinsteht, sorgt Zosch dafür, dass dieses Application-Objekt, das ich in den TPL-Dateien anspreche, also hier eins vom Typ Windows, dass das ein weiteres Attribut bekommt namens Filesystems, was nichts anderes ist als eine Liste von den Filesystemen, die ich vorher angegeben habe. Da kann ich ihm dann wieder mit einer Schleife drüber fahren. Application File Systems, da ist jeweils so ein File System Objekt drin. Und dieses File System Objekt hat eben wiederum die Attribute Path, Warning, Critical und Units.
Hostnamen haben wir, der schleift da drüber und dann habe ich eben hier zum Beispiel bei den Windows-Kisten Drive ist gleich fs.path. Also letztendlich die Laufwerksbuchstaben C, D, F, C und Units und so weiter. Wenn ich hier keine Units angebe und es leer lasse, dann müsste ich die Klasse modifizieren, also das OS Windows PY, dann kann ich sagen, wenn da irgend sowas rauskommt, wenn da ein Filesystem dabei ist, das quasi undefinierte Schwellwerte hat, dann gebe ich ihm irgendwelche Default-Schwellwerte, die ich da hart reinkodiere. Aber normalerweise macht das jetzt nicht viel Arbeit, die in diesem Datasource, beim Datasource auslesen zu setzen, wenn die eben leer sind in der Datenquelle. Wie gesagt, hier habe ich dann den FS-Path, der taucht mir dann auch im Service, in der Service Description auf. Ein paar von diesen Detailtypen, also wir haben jetzt ein Filesystem gesehen, die sind bei Zosch mit dabei. Also ich kann so sagen wie Login für SNMP V2, wo hinter nichts anderes als eine Community steckt, für V3. Ich habe Oracle Tablespaces. Also URLs, Volumes, Filesysteme, Interfaces. Ich kann Key-Value-Paare kann ich auch angeben. Also ich könnte jetzt sowas machen, dass ich hier für ganz spezielle Sachen einfach hier sage, ich habe hier einen Detailtyp, dann steht hier Key-Value, dann habe ich hier einen Key und hier habe ich ein Value. Hier habe ich einen Key, hier habe ich ein Value. Also wenn ich irgendwie was machen will, was ganz speziell ist, zum Beispiel irgendwelche Temperatur-Max, Temperatur-Min-Werte, dann könnte ich die in meiner TPL-Datei hinten eben unter diesen Namen als Application-Attribute wiederfinden. Aber eben diese vorgefertigten, zum Beispiel Filesystem, die sorgen eben dafür, dass da automatisch so ein Objekt mit diesen Attributen gebildet wird, also wie hier dieses FS-Objekt. Oder Detail-Login, da gebe ich einfach einen Username, eine Komma, Passwort an und die tauchen dann im TPL-File auf als application.login.username, application.login.passwort. Also die sind winzig klein, diese Dateien, da kann man reinschauen, was sich da drin abspielt oder wie die dann umgesetzt werden, die Eingabedaten. Genau, wie gesagt, es ist für Windows und Linux sind diese Klassen- und TPL-Dateien dabei. Die liegen in diesem Zosch-Verzeichnis, das wir von GitHub runtergeladen haben, in so einem Recipes-Default-Classes-Templates drin. Wenn ich die modifizieren will, dann kopiere ich die mir rüber in meine eigene Installation. Also ich habe mein eigenes Unterverzeichnis mit Recipes für die Firma Jasmins Nagelstudio mit Klassen und Templates da drin. Und ich kann halt da, wie gesagt, verschiedene Kochrezepte mir da anlegen und da jeweils eigene TPL-Dateien oder Classes reinlegen, wenn die unterschiedlich dann in der Konfiguration ausschauen soll. Wobei es eben, wir haben gesehen, diese Windows-Klasse, da steckt nicht viel dahinter, sondern es sind einfach nur diese Template-Rules, dass ich eine Default- und eine Filesystem-Datei anziehe. Die muss ich nicht rüber kopieren, es reicht, wenn ich einfach die TPL-Datei mir daher kopiere und da die Modifikationen vornehme. So, dann ist es das eigentlich Unangenehme am Zosch, dass ich eben nicht out of the box jedes komische System anbinden kann, sondern da steckt einfach die Arbeit drin. Da muss ich programmieren. Defaultmäßig dabei war eben diese Datasource-CSV. Das heißt, also ich kann mit den CSV-Dateien, die wir in dem Beispiel gehabt haben, kann ich arbeiten, sobald ich mir Zosch runtergeladen habe. Dazu gibt es eben auch im Classes-Verzeichnis so Dateien, die heißen Datascore, Underscore, irgendwas. Die haben dann oben auch wieder so eine Identifier-Funktion drin. Vergleicht da wieder einen Typ mit CSV und dann liefert er eben diese Klasse von dieser Datasource zurück. Wir haben gesehen, in dieser Zosch.cfg, da war oben in eckigen Klammern Datasource underscore Office PCs, drunter stand Type ist gleich CSV.
Und wenn er so einen Eintrag findet, dann benutzt er eben diesen Code, der da dahinter steckt, wenn da dieser Typ CSV matcht. Das ist einfach immer gleich da oben, damit er von seinem Parent-Objekt irgendwelches Zeugs erbt. Und dann habe ich hier eben die weiteren Parameter aus dem Datasource-Abschnitt. Also das Ding hat einen Namen gehabt. Dann kann ich das Verzeichnis, wo eben die CSV-Dateien drin liegen, kann ich mir da in mein Datasource-Objekt holen. Es könnten dann zum Beispiel auch Login-Daten für irgendeine Oracle-Datenbank sein. Genau, dieses Self-Objects ist auch noch relevant. Wenn ich jetzt sowas selber machen will, mache ich eben so ein Datasource XXX. Also am besten kopiert man sich halt die Datasource CSV und schaut, was sie da drin abspielt und modifiziert es entsprechend. Also so ein Ding muss eben neben der Init-Funktion eine Open-Methode haben. Da kann ich zum Beispiel abprüfen, ob das Verzeichnis existiert, wo diese CSV-Files drin liegen. Ich könnte aber hier an der Stelle auch zum Beispiel eine Datenbank öffnen und dann hier eine Exception schmeißen, dass das Ding nicht available ist, falls ich nicht reinkomme. Also das ist quasi der erste Schritt, Vorbereitung oder Öffnen dieser Datasource. Und danach wird dann aufgerufen Read. Da lese ich eben einfach irgendwie die einzelnen Datensätze mir aus. Wie zum Beispiel die Host-CSV, da kriege ich so einen Hash zurückgeliefert in der Row. Da habe ich so zum Beispiel Row Department habe ich da drin. Das sind dann die einzelnen Spalten. Host underscore Name und Address werden vorausgesetzt, dass sie drin sind. Es reicht, wenn ich dann diese Zeile dieser Add-Methode vorwerfe und sage, nimm den Host dazu, dann ist er bei Zosch im Gedächtnis drin als Objekt vom Typ Host und kann dann hinterher eben so als Host-CFG rausgeschrieben werden. Ich kann eben hier mit diesen anderen Spalten, wie ich gesagt habe, so Location oder Department, kann ich so sagen machen, dass ich die erstmal kleinen Buchstaben mache, habe einen Präfix vorn dran und hänge die an die Hostgruppen hinten dran von dem. Und bei den Applications funktioniert das genauso. Die haben auch wieder irgendeine Spalte Host, Name, Application Type, Application Name. Das reicht dann eigentlich, also der Application Type reicht, um zum Beispiel diese OS Windows PY zu finden. Also der geht dann alle Klassen durch und schaut, was matcht denn auf den Type und dann liefert dieser Application Konstruktor zum Beispiel ein Windows Objekt zurück. Und dann eben wieder mit Add zu den Application nehme ich den da dazu. Und das reicht eigentlich, damit der Zosch die alle wirklich kennt und dann später rausschreiben kann. Also die mit der Read bin ich dann auch schon fertig hier an diesem Auslesen von der Datasource. Genau, wenn man eben was Eigenes anbinden will, nimmt man halt am besten diese CSV-PY, benennt es um, modifiziert diese Datasource-Ident-Funktion da oben, dass eben ein eigener Typ erkannt wird, den ich dann in der Zosch-CFG mit Type gleich irgendwas da schreiben kann. Ich habe da drin so Python-Exceptions, die ich werfen kann. Und zwar Datasource not ready heißt, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, wenn irgendwo ein Flag gesetzt ist in der Datenbank drin, da wird gerade bearbeitet, dann bricht der hier ab. Also da wird dann die Generierung abgebrochen, kontrolliert mit einer entsprechenden Meldung, dass die gerade in einem inkonsistenten Zustand ist. Oder ich habe zum Beispiel bei einer Installation sowas, wenn da ein Admin was Neues einträgt, irgendwie ein paar Hosts aufnimmt, dann hat der unten einen Button, wo er draufklickt, jetzt bin ich fertig. Dann wird da in der Datenbank ein Timestamp gesetzt. Da steht drin, wann ist diese ganze Datenbasis zuletzt aktualisiert worden.
Und Josh schreibt beim Generieren ebenfalls einen Timestamp rein, wann ist zuletzt generiert worden. Und wenn ihr, und beim Auslesen mache ich ihm erstmal den Vergleich, ist das Zeug in der Datenbank überhaupt neuer als das, was ich zum letzten Mal generiert habe? Und wenn es nicht der Fall ist, dann sage ich einfach Data source not current, dann wird hier abgebrochen und es passiert hinten gar nichts, weil es wäre reine Zeitverschwendung, das gleiche nochmal zu generieren. Und da das heißt not available heißt, ja, die Datenbank ist nicht da oder die Files liegen nicht da und so weiter. Das muss man auf jeden Fall machen, weil es mir ein paar Mal passiert, dass da irgendwo ein Fehler in meiner Data was sowieso drin war und hinten null Hosts rausgekommen war und dann, wo sind die Hosts? So, nochmal dieser Abschnitt mit dem Recipe. In dem Verzeichnis drin gibt es dann ein Unterverzeichnis Dynamic, was automatisch angelegt wird und da werden die Konfigurationen reingeschrieben. Wenn dieses Ding mit Git Init schon mal vorbereitet worden ist und ein Git Repository ist, dann werden diese Änderungen mit Commit automatisch eingecheckt. Da habe ich eine gewisse Historie drin und könnt irgendwo mit der Notbremse dann auch wieder auf einen alteren Stand zurückgehen. Was sich auch bewährt hat, ist dieser Parameter MaxDelta, dass ich sage, wenn sich die Anzahl der Hosts oder der Services um mehr als 90% ändert, kann es auch durchaus empfindlicher machen, 10%, dann ist irgendwas faul. Und wenn ich dann dieses Josh-Cook-Kommando mit Save Output aufgerufen habe, dann wird ein Git Reset ausgeführt. Also sodass die aktuellen generierten Config-Dateien erst gar nicht da drin landen. Hat sich durchaus auch schon bewährt. Weil es kann ja trotzdem passieren, dass ich mir in so einer TPL-Datei, wenn ich da dahin schluder und vergiss was, dann habe ich plötzlich zig Config-Dateien mit irgendeinem Syntaxfehler drin. Nicht mal. Das wird der hier nicht merken, das merkt er dann später. Weil ich habe immer noch so eine Routine drin, dass eben ein Cronjob läuft, der aus diesem Git-Verzeichnis das Zeug rüberkopiert ins eigentliche Nagios-Verzeichnis und dann einen Prüflauf macht. Und wenn der fehlschlägt, dann macht der da wieder ein Reset. Aber der Git-Reset ist dann wirklich nur dazu da, falls sich die Anzahl der Hosts oder Applikationen signifikant ändert. Also es ist mir ja schon passiert, dass plötzlich die CMDB leer war, weil die irgendwelche Wartungsarbeiten haben oder sowas. Keiner hat was gesagt und es kommen null Hosts raus. Wenn man nicht aufpasst und wenn es automatisch läuft, dann ja, ist das Monitoring plötzlich leer. Und so kann man halt das irgendwie noch abbrechen. So, dann, wo ist Josh bisher im Einsatz? Also geben tut es das Ding seit Frühjahr 2012. Mittlerweile ist es im Einsatz bei der Landeshauptstadt München. Die sind noch nicht so weit mit ihrer CMDB, weil CMDB ist doch ein schwieriges Unterfangen. Also, ursprünglich habe ich da Josh tatsächlich angebunden gehabt an die CMDB. Es waren auch schon mal zwei Hosts drin in dieser CMDB. Da haben wir ungefähr 2 Stunden gebraucht, um die reinzutippen. Und da jetzt irgendwie das Projekt CMDB noch ein paar Runden dreht, arbeiten die Nagios-Admins erstmal mit so ODS-Sheets. Das hat ja gestern der Reiko Streng gezeigt, den Nachmittag, der freundlicherweise mit mir den Vortrag getauscht hat. Genau, und wie gesagt, vielleicht kommt diese CMDB irgendwann mal, dann wird eben daraus generiert. Dann gibt es einen Automobilbauer in München, den darf ich nicht nennen. Da habe ich ein paar Jahre das OS-Monitoring gemacht, also das Unix, AX, Linux, Solaris, HP. Die haben dicke CMDB, da stehen halt diese Grunddaten drin, die Namen, Adressen, wem gehört er, welches Betriebssystem läuft drauf und so weiter. Das tickert seit 2 Jahren so dahin.
Also die haben quasi einen bedienerlosen Betrieb jetzt im Monitoring drin. Wenn die einen Rechner in Betrieb nehmen, dann wird der da eingetragen und ist dann automatisch im Monitoring. Also das sind sehr, sehr standardisierte TPL-Dateien. Ein paar Ausreißer, die haben wir halt mit if-Hostname gleich sowieso da drin abgefangen, aber an sich muss sich niemand mehr kümmern. Dann gibt es da noch was anderes, da gibt es dann so eine Art Private Cloud, wo man sich halt Linux-VMs auf Knopfdruck konfigurieren und bestellen kann. Die AdminDB, die dahinter liegt, die wird auch von Sosh angezapft, sodass bei diesen Maschinen gleich die Konfiguration, also das Monitoring mit dabei ist. Dann gibt es noch so etwas Ähnliches. Da kriegt man Postgres-Datenbanken, Datenbank-Server in der VM auf Knopfdruck. Da werden einfach die Postgres-Monitore genauso erzeugt. Und dann gibt es dann auch bei denen so ein Self-Service-Portal für Applikationsbetreiber. Also egal, welche Applikation ich habe, ich kann mir da was zusammensuchen, einen Process-Check, irgendeinen File-System-Check, irgendeinen Port-Check, Logfile-Check sozusagen aus so einem Portal, da komponiere ich mir quasi ein Monitoring und in der Datenbank, die dahinter liegt, sind dann alle Informationen drin, damit Sosh auch diese Services daraus generieren kann. Dann gibt es einen Discounter, den darf ich auch nicht nennen, es würde sich aber lohnen. Die haben 200 Standorte europaweit verstreut. Und eine zentrale SharePoint-Applikation. Die IT-Betreuer dieser Standorte, die tragen einfach ihr Zeugs in dieser SharePoint-Applikation ein. Da gibt es einfach Dropdown, so, das ist jetzt ein Unix-Server, Linux-Server, das ist ein Windows-Server, das ist ein Storage, das ist ein ESX und so weiter. Und je nachdem kriegen die dann so weitere Felder in der Maske drin, wo die so Filesysteme, Tablespaces, Login-Daten und das ganze Zeug eintragen können. Das wird halt dann beim Auslesen umgewandelt in diese Hosts Application Details Objekte und geschrieben. Das wird in Git-Repositories, also jeder Standard hat in der Zentrale ein Git-Repository, da werden die reingeneriert und dann holen sich die Standorte minütlich die Updates vom europaweiten Zentralrepository. Also so haben die ihr Zeugs relativ schnell dann drunten in ihrem eigenen Monitoring drin. Und man verhindert so, dass halt wirklich der Spanier was komplett anders macht als der Finne. Die haben jetzt alle quasi ein einheitliches Monitoring drin. Wie gesagt, haben immer noch ein Custom-Verzeichnis, wo die ihre eigenen Schweinereien machen könnten. Dann gibt es noch so eine Bank in München, die haben also wirklich alles, was an IT also herumsteht. Da wird das in Excel gepflegt mit so unterschiedlichen, wie sagt man da, Worksheets. Also letztendlich sind es diese CSV-Dateien, die wir gesehen haben, in ein Excel-Sheet zusammengepackt. Und dann gibt es eine andere Bank, ist jetzt ganz neu, die werden angebunden, also die machen End-to-End-Monitoring mit so ein Sahi, so ein Simulator, der im Browser öffnet oder Applikationen öffnet und sich durchklickt, die Zeit misst und schaut, ob alles stimmt. Die stehen weltweit rund, also solche Probe-PCs, nenne ich es mal, stehen an weltweiten Standorten und die versuchen halt das Monitoring von überall her zu ihrem Rechenzentrum. Da wird es, oder da ist jetzt in der Entstehung, da gibt es dann quasi ein TPL-File für einen Standort, da sind sämtliche Applikationen drin und die Hosts mit irgendeinem Präfix für Standort und dann schmeißt man nur einmal den Sosh an und hat die Konfiguration für einen neuen Standort da. Oder wenn eine neue Applikation dazu kommt, erweitere ich das TPL-File. Dann sind wir fertig. Hier gibt es eben die Webseite dazu, aber als nicht begeisterter Dokumentierer ist die etwas noch in Entstehung begriffen, sage ich mal. Ja, labsconsole.de kann man grundsätzlich empfehlen. Kann da Herr Lauser Fragen beantworten? Ich wiederhole sie. Die Frage ist, wie man Parents und Dependencies abbilden kann.
Sagen wir gleich mal die Service Dependencies. Ich habe zum Beispiel bei dem Windows TPL, da wäre weiter unten drin, also ich habe einen Service, der checkt NS Client, und weiter unten in der TPL-Datei habe ich die Service Dependency drin. Alle hängen von diesem Check NS Client ab. Parents kann ich mitgeben, wenn ich zum Beispiel in dieser Host-Tabelle mir eine Spalte Parents mache, dann taucht in meiner Host.tpl auf Host.parents. Und ich kann oben abfragen, if Host.parents, also wenn die Spalte ausgefüllt war, dann mach Parents Klartext und mit diesen Schweifenklammern Platzhalter Host.parents. Gut, könnte man abfragen, wenn ich noch irgendwo eine andere Datenbank habe, wo ich weiß, welche IP hängt an welchem Switch oder so ist an, dann könnte ich in dem Host.tpl oder besser gesagt in der Host.py in der Klasse kodieren. Ich habe Host underscore Adress zur Verfügung, hol mir irgendwo anders die Information her, wer ist der Parent dazu zuständig? Dann könnte ich hier den Host.parent setzen, den ich dann im TPL-File wieder verwenden kann. Aber das wäre halt dann wirklich wieder die Sache für einen Spezialisten, der diese Klassen und Templates pflegt. So ginge es. Weitere Fragen? Ist diese CSV-Datei der Umfang fest? Oder kann man den erweitern? Konkrete Frage zu diesem Pass von den Windows-File-Systemen. Da mag es ja Sinn machen, den Pfadnamen auch in die Service-Beschreibung zu nehmen. Bei Linux-File-Systemen will man vielleicht in den Service-Beschreibungen einen anderen Namen haben. Da ist er. Da ist der Service-Name, File-System, anders gesagt Check-C. Genau. Und wenn man bei einem Linux-System da einen kürzeren Pfad und nicht den gesamten Pfad haben möchte? Ach so, wenn ich jetzt da quasi beim Linux-System /tmp bla so ein Oschi habe. Richtig. Wir haben vorhin gesehen, es gibt eine da sind diese Detail underscore Dinger drin, diesen Typ von CSV auswerten. Da ist wohl irgendwo Detail-File-System. Jetzt könnte ich in der Datei, weil da ist auch wiederum Init-Routine drin, die self.path, self.warning und so weiter macht, da könnte ich mir was einfallen lassen, dass ich die nach irgendeinem Algorithmus verkürze. Aber eine weitere Spalte einfach so als Display-Name hinzufügen, ach so, geht jetzt nicht. Im CSV selber. Doch, könnte gehen. Muss ich mir jetzt in den Code reindenken, aber es wäre ein Versuch wert. Aber die Frage war erstmal standardmäßig. Nein, stimmt nicht. Bei File-System ist genau festgelegt. Hier steht der Pfad, hier steht Warning, hier steht Critical, hier steht Unit. Das war ja die Frage. Ja. Dieses Format ist festgelegt. Ja. Ich könnte halt, wie gesagt, dieses Detail-File-System.py kopieren, File-System X draus machen und die weiteren Spalten dahin. Weil die sind ja nummeriert. Und zwar, wenn das ein Filesystem ist, dann die 0 geht in Path, 1 geht in Warn, dann könnte ich mir eben so ein modifiziertes Filesystem X machen, wo ich eben sage, verkürze mir das, wenn er länger als 5 Zeichen ist oder sowas. Okay. Dazu sei noch gesagt, ich weiß nicht, wie vielen das bewusst ist, aber Backslashes, Leerzeichen, Slashes und so weiter sind auch durchaus im Service-Namen möglich. Ja. Gut, ja. Weitere Hände? Gut. Dann bedanke ich mich bei Mann Lauser. Danke auch.